Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Sumara. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Erfolgsgeschichten von Menschen mit Cannabisöl, CBD, zur Behandlung von Migräne. Veröffentlicht am 2. Februar 2019 auf Pravda TV. Eine Migräne ist eine schwere Art von Kopfschmerzen, die als starker Schmerz auf einer oder beiden Seiten des Kopfes empfunden wird. Menschen, die eine Migräne haben, können auch andere Symptome haben. Manche Menschen leiden dann an Übelkeit, Erbrechen oder können Licht und Geräusche nicht ertragen. Eine von 5 Frauen und einer von 15 Männern leiden an Migräne. Also nicht so selten, wie man es vielleicht denkt. Warum könnte CBD bei der Behandlung von Migräne unterstützend wirken? Übliche Behandlungen für Migräne sind pharmazeutische Schmerzmittel, Antiemetika, um die Übelkeit zu stoppen, oder Triptane. Nach einigen Studien ergibt sich, dass die Behandlung mit CBD einer der vielversprechendsten Behandlungen sein könnte. CBD wird aus der Cannabispflanze hergestellt, die bekanntermaßen als sehr starkes natürliches Schmerzmittel wirken könnte. Migräne beginnt typischerweise in einem Teil des Gehirns, der als Hypothalamus bekannt ist. Eine Migräne kann als Reaktion auf extremen Stress ausgelöst werden. Trotz der Ursache haben die meisten Menschen, die an Migräne leiden, den Neurotransmitter Serotonin in eher unausgewogenen Konzentrationen. Serotonin in niedrigen Konzentrationen kann die Erweiterung der Blutgefäße verursachen, was die Häufigkeit von Migräneattacken erhöht. Cannabis könnte nachweislich den Serotoninspiegel erhöhen, indem es die Erweiterung der Blutgefäße verhindern könnte. Ein erhöhter Serotoninspiegel verringert das Auftreten von Migräneanfällen. Darüber hinaus wird in einer anderen Studie behauptet, dass CBD im Allgemeinen als Schmerzmittel für chronische Schmerzen dienen könnte. In einer Studie aus dem Jahr 2016 wurde tatsächlich festgestellt, dass die Häufigkeit von Migräneanfällen, die auftreten, tatsächlich verringert werden könnten. Eine Erklärung, wie CBD tatsächlich funktionieren könnte und den durch Migräne verursachten Schmerz bekämpft, wurde von Dr. Ethan Russo in seiner Theorie des klinischen Endokannabinoidmangels gegeben. Diese Theorie legt nahe, dass bestimmte Krankheiten die Ursache für bestimmte Mängel im Endokannabinoidsystem sind. Dies ist ein biologisches System, das als Antwort auf die biologischen Cannabinoide, die Endokannabinoide genannt werden, und auf die Cannabinoide, die aus Marihuana stammen, fungiert. Der Mangel dieser biologischen Endokannabinoide im Körper kann chronische Schmerzen verursachen, einschließlich Migräne. Laut dem Neurologen Russo könnte CBD die Rezeptoren des Endokannabinoidsystems regulieren und lösen und könnte den Schmerz lindern. Was sind die möglichen Vorteile der Verwendung von CBD zur Behandlung von Migräne? Cannabis könnte seit Tausenden von Jahren als Schmerzmittel verwendet worden sein, wie es vom National Cannabis Institute behauptet wird. Eine der schnellsten Möglichkeiten, um die Auswirkungen von CBD zu spüren, ist es zu dampfen. Dies könnte besonders dann empfohlen werden, wenn Sie eine sehr harte Migräne haben, da das Einnehmen von CBD es ermöglichen könnte, dass es in den Blutkreislauf gelangt und somit viel schneller wirkt. Wenn Sie jedoch CBD zum ersten Mal anwenden, versuchen Sie es oral einzunehmen, indem Sie die Tropfen unter die Zunge geben. Viele glauben, dass CBD Sie high machen kann. Beide Produkte enthalten jedoch sehr wenig oder gar kein THC. THC ist der Wirkstoff in Marihuana, der high machen kann. CBD macht dich jedoch nicht high, sondern wirkt sogar THC entgegen. Dies wurde auch in einer Studie nachgewiesen, in der 127 Menschen an chronischen Kopfschmerzen wie Migräne oder der Clusterkrankheit litten.
Die Teilnehmer erhielten eine Kombination von THC-CBD. Wie erklärt, wirkt CBD als Gegenwirkung zu THC und es auch bei der Verringerung der Schmerzen helfen könnte. Sie spürten eine Abnahme ihrer Schmerzen um 55%. Diese Studie zeigte auch, dass CBD besser sein könnte als verschriebene Medikamente, um die Schmerzen von Migräne zu lindern. Was sind die Nebenwirkungen von CBD zur Behandlung von Migräne? Während CBD generell als sicher gilt, gibt es auch Menschen, die Nebenwirkungen erfahren. Zu den Nebenwirkungen gehören Übelkeit, Durchfall, Schläfrigkeit, Appetitlosigkeit und ein trockener Mund. Die Symptome könnten jedoch selten und nicht so schwerwiegend sein wie diejenigen, die durch die herkömmlichen Medikamente zur Behandlung von Migräne verursacht werden. Vaping kann ähnlich wie bei allen anderen Liquids, die man vapen kann, als Ursache für eine Lungenreizung oder für Husten gelten. Daher wird Vaping nicht empfohlen, wenn Sie an einer Lungenerkrankung leiden. Wenn Sie nie Probleme mit Ihrer Lunge hatten, wird es höchstwahrscheinlich aber sehr sicher sein. Sprechen Sie jedoch mit Ihrem Arzt, bevor Sie sich entscheiden, bestimmte Mengen des CBD-Öls zu dampfen und zu verwenden. Wie kann ich CBD zur Behandlung von Migräne verwenden? Wenn Sie CBD-Öl oral einnehmen möchten, geben Sie einfach einige Tropfen unter Ihre Zunge, bis es vollständig im Mund absorbiert wurde. Schlucken Sie es nicht sofort, sondern warten Sie darauf, dass es absorbiert wird. Dies erleichtert die Verdauung. Sie können es auch als Kapsel einnehmen oder es mit einem Getränk mischen. Andere Methoden zur Einnahme von CBD-Öl ist das Verdampfen. Es kann mit Vaporizer oder verschiedenen Vaporizer eingenommen werden. Diese Methode ist eine der schnellsten und hat eine sofortige Wirkung. Es könnte mehr empfohlen werden, wenn Sie eine schwere Migräne haben, sodass Ihre Schmerzen sofort gelindert werden könnten. Jedoch sollten Sie nicht vapen, wenn Sie Asthma oder irgendeine andere Lungenkrankheit haben oder wenn Sie ein Anfänger sind. CBD-Öl kann auch direkt auf die Haut aufgetragen werden, da es als Creme oder Salbe kaufbar ist. Sie können immer verschiedene ausprobieren und herausfinden, welche besser funktioniert und einfacher von Ihnen verwendet werden kann. Es hängt stark von Ihrem Lebensstil und Körper ab. Erfolgsgeschichten von Menschen mit CBD zur Behandlung von Migräne. Nolan ist ein Mann aus Colorado, der sich nach einem Unfall bei der Arbeit wegen eines Migräneanfalls für CBD-Öl entschieden hat. Er behauptete, dass die verschreibungspflichtigen Medikamente keine Wirkung auf ihn hätte, während CBD-Öl einen sofortigen Effekt hatte. Eine andere ist Kendra, die 29 Jahre alt ist und CBD für eine Verletzung verwendet, die ihre Nerven verletzte. Sie behauptet, dass CBD ihr hilft, sich zu entspannen und den Schmerz nicht zu spüren. Dr. Michelle Ross, eine Neurowissenschaftlerin, hat ebenfalls von CBD profitiert. Sie gründete das gemeinnützige Impact Network, das sich mit der Erforschung von Cannabis und hauptsächlich der Gesundheit von Frauen beschäftigt. Was sagt die Forschung über die Verwendung von CBD für Migräne? Neurowissenschaftler wie Ross und Russo haben daran gearbeitet und arbeiten weiterhin daran, die möglichen Vorteile der Verwendung von CBD-Öl für Migräne aufzuzeigen. Russo hat seine Auswirkungen auf der Grundlage des klinischen Endokannabinoidmangels erklärt, während Ross es selbst zur Behandlung ihrer Migräne verwendet hat und seine gemeinnützige Organisation dazu nutzt, bei weiteren Forschungen und deren Legalisierung zu helfen. Darüber hinaus veröffentlichte die Europäische Akademie für Neurologie im Sommer 2017 eine Studie, die zu dem Schluss kam, dass CBD-Öl eine größere Wirkung als verschreibungspflichtige Medikamente bei der Verringerung der chronischen Migräneschmerzen haben könnte. In dieser Studie gab es 121 Teilnehmer. Nach einem Monat behauptete eine große Mehrheit von 85%, dass sie während der Studie weniger Migräne hatten und CBD-Öl verwendeten. Eine andere Studie, die von Forschern in Colorado durchgeführt wurde, fand man heraus, dass Marihuana helfen könnte, die Schmerzen durch Migräne zu erleichtern.
CBD-Dosierung für Migräne. Jeder Mensch ist anders und reagiert auf CBD anders. Die empfohlene Dosierung für jedes Produkt kann sehr unterschiedlich sein und zu Verwirrung führen. Die Dosierung kann je nach CBD-Ölanteil unterschiedlich sein. Im Durchschnitt könnten 25 Milligramm CBD pro Tag für die meisten Menschen wirksam sein. Die Dosierung von CBD kann langsam erhöht werden, bis sich die Symptome verbessern. Dies ist natürlich für jeden Patienten anders und sollte überwacht werden. Jeder Mensch ist anders und reagiert dementsprechend anders auf CBD. Kurze Anmerkung von Somara. Meine persönlichen Erfahrungen seit 4 Monaten mit CBD sind durchweg positiv, sei es in oraler Form eines Öles, eines Webs, der direkt über die Lungen aufgenommen wird, ätherische Öle, die aufgrund der enthaltenen Terpene, Geruchs- und Aromastoffe über den Geruchssinn aufgenommen werden oder punktuell auf die Hauttriggerpunkte oder Meridiane aufgetragen werden, als auch mit der äußerlich anzuwendenden Salbe. Bei meinen eigenen Versuchen kann ich die positive Grundstimmung bestätigen, die ich kürzlich in einem anderen Artikel vorgelesen hatte. Des Weiteren erhöht sich in wenigen Sekunden das Lungenvolumen bei der Einnahme mit dem Web, als auch eine immens schnelle Wirkung der ätherischen Öle, sei es in Form einer aufkommenden Erkältung, entsprechend dem ätherischen Öl für das Immunsystem, dem Energyöl, wenn noch Termine anstehen, man jedoch schon müde ist, als auch das Entspannungsöl, wenn man an manchen Tagen oder Abenden dringend Erholung nötig hat. In meiner Eigenstudie hat mich die äußerlich anzuwendende Salbe nicht nur überzeugt, sondern regelrecht geflasht. Sei es an offenen Wunden, Schmerzen am Bewegungsapparat wie Knie, Rücken, Nacken, als auch muskulären Überlastungserscheinungen. Nahezu an ein Wunder grenzend war meine Erfahrung mit einem ehemals winzigen Muttermal, das im Laufe der Zeit anfing, in die Höhe zu wuchern, was zu Reizungen durch die Kleidung führte. Vor 6 Wochen passierte es dann, dass ich daran hängen blieb und es anfing zu bluten. Wie man es ja so gewohnt ist, klebt man ja Pflaster auf Wunden, die bluten. Dann wollte ich es wissen. Ich schmierte 5 Tage lang Salbe auf die Wucherung und pflasterte es zu. Am nächsten Morgen nach dem Duschen wieder dieselbe Prozedur. Am 3. Tag stellte ich fest, dass sich die Wucherung verkleinert hat und sich wie ausgetrocknet anfühlt. Schien zu wirken, also weitermachen. Am 4. Tag bin ich dann doch etwas erschrocken, weil die Wucherung nur noch an einem seidenen Faden hing. Der Rest hatte sich abgelöst. Am 5. Tag war es dann soweit. Die Wucherung hatte sich komplett abgelöst. Meine Freude war riesig, denn die Beeinträchtigung bestand bereits seit Jahren, stetig wachsend. Auch an einer anderen Stelle an der Wade, die sich wie schuppig und rau anfühlte, habe ich Gleiches ausprobiert. Gleiches Resultat. Es wird weniger und weniger, nahezu nicht mehr fühlbar beim Drüberstreichen. Von dem anfänglichen Jucken zu Beginn der Behandlungen ließ ich mich nicht beeindrucken, sondern sah es als Heilungsbeginn und salbte weiter. Diese Nebenwirkung, wenn man dies überhaupt so formulieren kann, ließ nach 2 Tagen nach und der Heilungserfolg war herausragend schnell und gut. Natürlich hat es oberste Priorität, einen Arzt aufzusuchen, wenn man Aufschluss haben möchte, was man für eine Krankheit oder Hauterscheinung hat, sei es durch ein Gespräch, eine Untersuchung oder ein Blutbild, ebenfalls die Absprache mit dem Arzt vor der Einnahme von CBD. Leider war es in meinem Fall so, dass weder mein anthroposophischer Hausarzt noch mein Orthopäde rein gar nichts über CBD wussten und somit blieb nur die Eigenstudie. Zum Web kann ich noch sagen, dass ich ihn als Anfänger sofort einsetzte und keinerlei Nebenwirkungen hatte, aber der Sicherheit halber muss das jeder für sich entscheiden und wer seinen Körper nicht so gut kennt, sollte tatsächlich vorab zum Arzt oder ihn wenigstens darüber informieren. Egal, was ich in meinem Leben bereits an alternativen Heilmitteln ausprobierte, so rasante positive Erfolge wie mit Cannabis, einer für mich wahren Wunderpflanze, hatte ich noch nie und kann es nur jedem empfehlen, es zu probieren.
Ärzte sind Cannabis gegenüber heute viel aufgeschlossener, von daher ist es einfacher, sie für Cannabis zu gewinnen. Die Geschichte von Hanf, lateinisch Cannabis, von der Prohibition bis heute und die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten von Hanf in verschiedenen Bereichen ist per se schon phänomenal. Alleine hierzu könnte man schon ein eigenes Hörvideo erstellen. Und wenn man sich dann noch mit dem endokannabinoiden System beschäftigt hat und erkennt, was CBD überhaupt im Körper bewirkt, dass es eine Homöostase, sprich ein Fließgleichgewicht im ECS herstellt, damit die körpereigenen Selbstheilungskräfte erstmal wieder aktiviert werden können, der weiß spätestens dann, dass Cannabis, auch ohne THC, ein Wunderwerk der Natur ist. Herzliche Grüße, eure Sumara. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.